Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kane. Und warum ich gerade hier in diesem Bildschirm bin, das kann ich euch erklären, weil ich gerade Alt F4 habe. Ganz, ganz schnell, ganz, ganz flott. Und hoffe, dass das jetzt nicht gespeichert hat. Ich hoffe, das ist der Richtige, sonst muss ich mal bei den automatischen nochmal gucken. Ich habe einfach übersehen, dass wir in den einen Raum reingehen konnten. Ich glaube, das war hier aber noch bevor wir da... Ne? Ich muss hier nochmal wieder gucken. Verlassen uns zum Hauptmenü. Welches jetzt der richtige Speicherpunkt wäre? Also wirklich der letzte. Lalalala, laden. Also der war... 1226, automatische. Wusste ich doch. 1242, was haben wir gerade? Okay. Ich probiere den, ansonsten müssen wir mit denen nehmen. Ah, jetzt kamen die Bilder auch. Gut. Das war der letzte, 1242. Lala, 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 lala. Wahrscheinlich, weil ich... Ja. Ich glaube, ihr wisst, was wir hier gerade treiben. Ich will nur den richtigen Stand. Wie gesagt, ich musste kurz erklären. In dem Raum sind wir sogar schon richtig. Ich hab's entdeckt. Ich hab's entdeckt. 43, genau. Das heißt, den 39er brauche ich hier. Den da brauchen wir. Gucken wir mal. Oder einen noch davor. Aber ich hoffe, dass der jetzt passt. Ja, hier waren wir richtig. Das ist jetzt korrekt. Ich habe es nämlich entdeckt, wir waren in den einen Raum noch nicht drinne und da bin ich jetzt eben dann durch Zufall rein, weil ich jetzt die Räume absuchen wollte, bin ich da reingewatschelt und dann ging natürlich das nächste Gespräch los, da ich sofort, Alter, viert! Mutig und scharf. Okay, das könnte man sich auch nochmal durchlesen, egal. Gehirnmanipulationslabor, da waren wir nämlich noch nicht drinne. Da waren wir noch gar nicht. Dearest little girl, my sweet creature, you're alive. Do you know? Know you? Oh, my girl, I know you better than you know yourself right now. Oh, God. Adams will suffice. Hadley, you need to go. No. And how is the masterpiece inside of you? Healthy, I hope. Growing quickly now, I'm sure. It's nearly time. What do you mean? Our baby, Hadley. Don't talk about my baby. Why did you take me? You were the right person in the right place at the right time. Can you help me get out of here? Trust him. Out of here? Don't worry about getting out. Security will be here soon. They'll set this all right. Just come. Wait here. This is the safest room in the facility. Here. Closer to me. I don't think so. Okay. Was war hier? Schwellendes Feuer. Mit Plastik bedeckter Operationsstuhl. Nett. Drumherum sind verschiedene seltsame Maschinenkabel und andere durchschaubare elektronische Geräte zu sehen. Zwischen den verklumpten Resten des Schaums brennt noch ein isoliertes Feuer. Durch Beschädigung sieht man einen Teil des Wartungssystems. Okay, da mal ein PDA. Diesen Raum hat man nämlich noch nicht betreten und da bin ich eben natürlich dann ganz fleißig reingelaufen. Dr. Adams. Bei jedem Atemzug obszön keuchend beobachtet er Hadley mit einem selbstgefälligen, überheblichen Grinsen. Verbogene Fußbodenpanel. Was haben wir denn hier Schönes? Gucken wir erstmal da. Was ist denn das? Feuer! What is that thing out there? Samantha. A grotesque violation of genetics. But she is locked away. Joseph managed to lure her behind the loading fence. Quite the action hero, our Joseph. He did die rather spectacularly. The
fence has been ripped open, and your experiment is going to tear us all to pieces. No, no, no. All three of us will be safe very soon. We can carry on. Ich glaube ihm nicht. I said, don't talk about my baby. Okay, wir haben gerade einen Feuereindämmungszylinder bekommen. Jetzt wissen wir, wie wir das Feuer ausbekommen. PDA-Zeit! Oh, Dr. Simon Adams. Sehr sympathisches Kettchen. Gut. Der Tag der Liebe. Nicht, dass dieser eine Bedeutung für einen alternden Junggesellen wie mich hat. Aber, oh, ein alter Mann wird doch wohl noch träumen dürfen. Schließlich haben alte Männer doch nichts anderes als ihre Träume, um sie im schläfrigen, kraftlosen Spätherbst ihres Lebens wachzuhalten. Und ein Traum über die Liebe ist wie Balsam für Balsam auf die unerfüllte Leidenschaft, die Trauer und das Bedauern dieses armen Burschen. Meine Güte. Könnte jetzt wieder etwas länger dauern. Lesezeit. Yay. Allerdings ist meine Arbeit in der Einrichtung eine ganz andere Angelegenheit. Kane wurde uns bereits geliefert. Er befindet sich in Stasis und ich hatte immer noch keinen Erfolg bei auch nur einem der Subjekte. Ein wahrlich ärgerliches Problem, vor allem, da dies nur der Beginn meiner eigenen Ambition wäre, meine Renaissance. Dr. Mellons Forschung hat gezeigt, dass das Bewusstsein nicht weiter als Programm ist. Eine Reihe von Gleichungen, Anweisungen und konditionalen Argumenten. Es kann repliziert und transplantiert werden. Wie das Immunsystem eines Körpers ein transplantiertes Gliedmaß abstößt, könnte allerdings auch die einfache neurale Kodierung des Körpers sein innewohnendes Selbstkonzept, was Freud als das S bezeichnete, das transplantierte Bewusstsein abstoßen. Die Frage ist jetzt, wie unterdrücken wir diese Kodierung? Wie unterdrückt man die menschliche Seele? Anstatt nach einer Antwort zu suchen, anstatt das Problem der menschlichen Sterblichkeit zu lösen, träume ich davon, dass Joseph Bueno mich isst. Oh, wirklich? Das ist ziemlich... die sind echt alle nur durch hier. Ah, zum Glück sind es dieses Mal nicht so viele, aber länger dafür. Hier ist ein interessanter Zufall. Ich habe entdeckt, dass eine neue, aber anstoßend bürokratisch unbedeutende Angestellte in dieser Einrichtung mit Kane verwandt ist. Die Genealogie ist dünn, aber definitiv vorhanden. Könnte eine genetische Komponente die Lösung für unsere Probleme sein? Die Beschaffung könnte schwierig werden, aber das Glück hilft demjenigen, der Gelegenheit und Vorbereitung zusammenbringt. Und dieser Mann könnte ein wenig Glück gut gebrauchen. Ich habe eine Gelegenheit, also muss ich mich vorbereiten. Hank ist zum größten Teil mein Fehler. Ich habe Angst vor dem Kalender, habe ich ihm heute Morgen gesagt. Warum, fragte er. Weil seine Tage gezählt sind, antwortete ich. Und dann musste ich an den Witz erklären, weil Hank gesellschaftlich gesehen nicht gerade besonders weit entwickelt ist. Aber er ist nicht gerade ein gewöhnlicher Junge. Ich hätte ihn mit seinem Wirt zusammen entsorgen sollen. Das weiß ich, aber ich bin gefühlsduselig. Und davon mal abgesehen, wollte ich schon immer ein Kind haben. Ich wollte schon immer Vater sein. Oh Mann, ich hoffe mal, wie weit man geht, um Vater zu werden, ist auch interessant. Der hat wohl auch seine biologische Uhr gehört, als er sich dazu entschieden hat. Na gut. Ich habe ihn nach meinem verstorbenen Vater benannt. Ein Mann, von dem ich zugeben muss, dass ich ihn aus zu vielen und zu erniedrigenden Gründen gehasst habe, um sich hier zu veröffentlichen. Meine Kollegen im Labor nennen ihn nur den Hobo. Ich sollte wahrscheinlich in seinen Namen beleidigt sein, aber ich bin mir nicht sicher, dass sie eine Schuld trifft. Er ist vielleicht eine Art Ersatzsohn, aber er ist definitiv merkwürdig. Genau wie ich, seit meiner Pubertät bin ich fasziniert. Nein! Besessen von der Aussicht auf Vereinigung. Wenn zwei Menschen miteinander verschmelzen, das ist doch relativ normal in der Pubertät, oder? Aber wahrscheinlich wird es gleich abnormal. Einander aufnehmen und sich verbinden, um eins zu werden, das ist natürlich eine enorme Motivation für meine Forschungsarbeit hier in der Einrichtung. Allerdings ist es gleichermaßen auch sehr persönlich. Wenn ich das Bewusstsein eines Erwachsenen in ein junges Subjekt transplantieren könnte, dann müsste es möglich sein, zweifellos mit einigen Anpassungen, aber theoretisch sollte der Prozess im Prinzip
Ja, gleich sein, das Bewusstsein eines Erwachsenen in einen anderen Erwachsenen zu transplantieren. Auf jeden Fall würde es dem vulgären Tabu, dem grausigen Durcheinander und der zweifelhaft esoterischen Aussicht auf altmodischen Kannibalismus vorbeugen. Und Joseph ist die Art Mann, die ich gerne sein würde. Elegant, charismatisch, gut bestückt. Ich meine, ich nehme an, dass er gut bestückt ist. No comment. Kerns Projekt ist absurd. Das Nachwachsen von Organen ist nur eine temporäre Lösung für das permanente Problem der unweigerlichen Altersschwäche. Und dazu noch eine sehr unpraktische Lösung. Früher oder später muss der Körper an sich ersetzt werden. Doch all seiner religiösen Anmaßung und seinem Gekreische von Ketzerei. Er kann Kane so sehr anbeten, wie er will, aber wie heißt es so schön? In der Wissenschaft gibt es keine Propheten. Kane ist ein Kunde, auch wenn er genau genommen unser Gehalt zahlt. Unsere Arbeit hier ist keine okkulte, apostolische Hingabe, wie wir betreiben legitime, wenn auch zugegebenermaßen ethisch vielleicht etwas fragwürdige. Etwas? Das könnten sie groß, fett, unterstrichen und sonst wie machen, kursiv. Medizinische Forschung für das zukünftige Wohlergehen der Menschen. Oder in Riles Fall das zukünftige Wohlergehen unserer Einrichtung. Ha! Bei uns geht es nur um maximale Effizienz. Wir brauchen hier keinen Gesundheits- und Fitnessoffizier. Wir alle hier in diesem Labor sind von Beruf Mediziner. Ja. Auf der Insel des Grauens haben sie wahrscheinlich alle studiert. In der Zwischenzeit überschreitet der Fortschritt bei meinem eigenen Sonderauftrag meine Erwartungen. Es hat sich gezeigt, dass Joseph wesentlich einfallsreicher ist, als ich es mir zuerst gedacht hatte. Auch wenn ich mir den Verdienst an seiner außergewöhnlichen Männlichkeit gebe, ich habe damit angefangen, Vorkehrungen für den Transfer des Wirts in meinem Labor zu treffen. In den nächsten 2 Monaten oder so sollte es soweit sein. Damit sollte die abschließende Lieferung gerade rechtzeitig zu den Weihnachtsfeiern eintreffen. Oh, Dr. Adams, für mich? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Wir hatten eine Reihe von Unfällen im Labor. Wenn ich ehrlich bin, gehe ich von Sabotage aus. Ich habe einige Anweichungen in den Zugriffsprotokollen gefunden. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, hat sich damit selbst ins Fleisch geschnitten. Da die frühzeitige Vernichtung unserer letzten beiden Gruppen an Würden ein willkommenes Täuschungsmanöver für die Anforderungen meines eigenen Sonderauftrags war. Jetzt kann ich den Ultraschallmonitor 24 Stunden am Tag im Auge behalten. Alle anderen Prioritäten wurden widerrufen. Es kommen Berichte über einen Notfall in einem anderen Bereich der Einrichtung herein. Auch wenn die Details überraschend unklar sind, was mich etwas wütend macht. Entsprechend des offiziellen Unternehmensprotokolls für solche Fälle habe ich mit dem anstrengenden Vorfällen Verfahren zum Sichern meiner Laborarbeit begonnen. Für den Fall einer vollständigen Evakuierung könnte ich sonst meinen bisher wichtigsten Fortschritt bei diesem Projekt verlieren. Fortschritt, durch den ich fast am Ende meiner Arbeit bin. Lässt tief blicken und auf Wiedersehen. Hadley, you can't leave me. Oh doch, das kann ich. Crew-Einrichtung. Tschüss. Gleich kriegen wir das nächste Secret. Dann kommen, glaube ich, nur noch ein Secret wäre dann noch, was ich verpassen könnte, wenn ich mich nicht, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe. Schön! So, jetzt aber. Da, aus mit dem Mist. Wow! Excellent. And I totally knew it was going to do that. Nothing. I think that's what scares me. Wie schön langsam sie darüber schleicht. Muss die Maus? Wo gehst du hin? You will have a family soon. Das ist bestimmt Klaus. Something bigger than me. Family.
home a future. So, jetzt aber runter. La 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 la. Ist es da? Ist es da? Ja, Secret Gamma. Und ich glaube langsam auch, dass wir die auch noch irgendwann brauchen werden hier. So, jetzt muss ich mal kurz wieder raus. Tappen, obwohl, das kann ich auch gleich machen. Denn die Folge ist an sich vorbei und da ist das nächste PDA zum Lesen. Scheiße, ich jetzt, wenn ich so rausgehe, ohne raustappen, kann ich leider nicht runterscrollen für den nächsten Abschnitt. Hui, so ein kurzer Blick auf The Clock. Ja, das ist dann für heute auch schnell speichern. Erstmal das gewesen. Ich sage an dieser Stelle, vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn wir wieder ein nettes PDA zu lesen kriegen. Und ja, ich glaube, die nächste Aufnahmesession könnte sogar die letzte sein. Könnte auf jeden Fall, also ich glaube, wir sind langsam ganz nah am Ende dran. Und ich bin noch gespannt, was die Story hier für uns bereitet. In dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.